Hallo. Hallo. Oh mein Gott. Hallo. Hallo, wunderschönen guten Tag, Sandra Bender hier von der Medienagentur Deutschland. Ja, hallo. Könnte ich bitte mit Herrn Rakesh Kaur sprechen? Ja, der ist am Telefon. Hallo, wer ist da? Mein Name ist Sandra Bender von der Medienagentur Deutschland. Schön, dass ich Sie persönlich erreicht habe. Ja. Ich habe eine erfreuliche Nachricht an Sie. Okay. Sie haben sich bei kostenlosen Preisausschreiben registriert. Erinnern Sie sich noch dran? Nee. Dabei ging es um mehrere Einkaufsgutscheine. Ah, Ein okay. Toppreis waren Sportwagen. Und zwar bei dreier Supermarktaktionen von Penny, Netto oder Rewe. Ja, und habe ich das jetzt alles gewonnen? Ein Mindestgewinn von 1000 Euro steht Ihnen schon mal offiziell zu. 1000 Die Euro? Finalziehung. 1000 Euro Wertgutschein, ja. Ob bei Penny oder bei den anderen? Unter anderem auch. Also Herr Kurm. ist das Ja. aufgeteilt, den Gutschein? Nein, das ist nicht aufgeteilt. Ich erkläre es Ihnen gleich. Die Okay. Finalziehung mit Ihnen und den 19 anderen Finalisten ist in 2 Monaten. 2 Monate. Eine für 20 Preise, die ich jetzt aufzählen werde, steht Ihnen dann auch zu. Ja, das ist sehr Sollten Sie am gut. Finaltag in 2 Monaten den Hauptpreis erzielen, haben Sie die Auswahl zwischen dem Sportwagen Mercedes AMG oder den Gegenwert von 76.000 Euro in bar. Oh. Was darf ich für Sie ankreuzen? Und was würden Sie denn machen? Was ist mehr wert? Das ist gleichwertig. Der Benz Ah. kostet 76.000 Euro. Möchten Sie lieber den Wagen oder das Bargeld? Ist das ein neues Auto oder ist es gebraucht worden? Nein, nein, es ist natürlich ganz neu. Ganz das Geld auch? Nur ein bisschen Spaß machen. Ich will nur frisch gedruckte Sehr Geld gut. haben. Frisch gedruckte Geld haben. Ohne Seriennummer. Nee, aber dann Okay, möchte ich ich. werde mich dann, Ich möchte dann bitte Herr das Kur, ich Auto. werde jetzt Das Auto bitte. das Auto. Ja. Okay, dann werde ich bei der Finalzug mich hinsetzen und es drucken. Oh, Dann gebe sehr ich an gut. Sie weiter. Ist das in Ordnung? Ja, aber bitte nur 5-Euro-Scheinen, weil die kann man am besten ausgeben. Okay. Sehr gut. Platz 2. Ist ein VW Golf 7 oder Gegenwert 25.000 Euro in bar. Ja. Kann man das Was darf ich hier ankreuzen? mit Euro-Stücken ausbezahlen? Das würde zu lange gehen. Geht es auf Oh. 10-Euro-Scheine? Können wir 2 Euro nehmen? Nee, also Münzgeld lieber nicht. Na, dann nehme ich das Auto. Okay. Platz 3 ist ein Kreuzfahrt-Schiffreise um die Welt für 2 Personen. Das Schiff oder die Platz Reise? 4 und 5. Das ist die AIDA. Die AIDA, das von Luxusdampfer. Oh mein Gott, Genau. das von TV. Genau. Ist das dann mit, hat man da ein Kabinen zu Wasser oder ist das in der Kabine? Das Wasser muss sich mit Eimer vom Meer rausfischen. Oh mein Gott, also hat man ein Zimmer bei Lagerraum. Muss man Kohle schaufeln. Genau. Okay. Das muss dann meine Frau So, Platz machen. 4 und 5. Oh nee. Wozu sind Sie denn ein Mann? Was Jetzt machen die Männer? Wieso die Frauen? muss ich Urlaub machen. Ich muss Urlaub machen. Nein, die Frau muss Urlaub machen. Die Männer Wer müssen immer arbeiten. hat das denn gesagt? Ich? Ach so, ja, dann muss das hier richtig sein. Platz 4 und 5 sind Bargeldgewinne in Höhe von 8.000 Euro und Oh. 4.000 Euro in bar. Das sind die ersten 5 Hauptpreise. Das ist sehr gut. Platz 6 bis 20 sind verschiedene Wertgutscheine von Tchibo, Ikea, Aral, Reisegutschein, H&M, Ja. Rewe, Edeka, Saturn und Mediamarkt. Alle im Wert von 1.000 Euro. Das Zweimal heißt, Mediamarkt. Sie haben Saturn und Mediamarkt. Ach so, kann man auch zweimal Mediamarkt Ja. haben, weil ich habe keine Saturn hier. Nein, nein. Nein, nein. So, sollte es bei Ihnen nicht klappen mit dem Hauptpreis, gibt es zu 100% eines dieser 1.000-Euro-Gutschein, der ist Ihnen garantiert. Sehr Falls Sie gut. keinen der 5 Hauptpreise erzielen,
sind Sie automatisch bei den drauffolgenden 3 Verlosungen kostenlos noch mit dabei. Ach so, kann man... Ja, kann ich bei den anderen Verlosungen auch so mitmachen? Kann ich mich da anmelden? Da sind Sie dann automatisch mit angemeldet. Ach so, muss ich das gar nicht machen? Natürlich. Nein. In ca. 10 bis 14 Tagen erhalten Sie ein Begrüßungsschreiben, in dem auch ein Internetlink und Passwort vorhanden ist, womit ja. Sie die Finalziehung auf unserer Webseite mitverfolgen können. Sehr Sie gut. Bekommen natürlich auch von mir nochmal einen Anruf vor und nach der Finale. Nach der Finale? Sehr gut. Was ist mit den Website? Kann ich das schon mal angucken? Den Link kriegen Sie in 10 bis 15 Tagen. Achso, die Seite muss das erst noch gemacht werden. Nein, die Seite existiert schon. Sitzen Sie direkt am PC? Ja. Okay, gehen Sie mal auf Internet Explorer. Nee, das Internet Explorer, das ist für Noobs, das benutzen wir nicht. Wir haben Google Chrome. Google Chrome? Ja. Internet Explorer ist gar nicht auf Ihrem PC? Nee, aber das ist ja egal, da muss man ja auch nur die Adresse eingeben. Ja, natürlich. Okay, www. Ja. Lesen. Lesen. Minus. Minus. Und? Ja. Die Minus. Ja. Gewinnen. Was für ein Ding? Gewinnen. Gewinnen, okay. Punkt ja. Com. Punkt com. So, genau. Schon mal gucken. Oh, fancy Website. Das ist eine weiße Seite. Links oben ist der blaue Mercedes AMG C63. Warte mal, da steht, man soll nicht glauben, was die Leute am Telefon sagen. Hä? Und da steht, sehr geehrte Teilnehmer, wir müssen. Nee. lesen-und-gewinnen.com. Und da steht, sehr geehrte Teilnehmer, wir mussten feststellen, dass in den letzten Tagen mehrere Teilnehmer kontaktiert wurden, um einen angeblichen Gewinn zu bekommen. Genau, das ist die richtige. Ja. Also, Lesen Sie weiter. Genau, ja. Das ist die richtige. Ist das richtig? Und wenn Sie das... ja. Ja, okay. Wenn Sie da weggeklickt haben, sehen Sie dann links oben ja. Den Benz in blau. Unten kommt der VW Golf 7. Ja. Also, die Seite hat gar kein Impressum. Das ist ja nicht in Ordnung. Ganz unten. Es geht ja noch, läuft ja noch weiter. Nein, das ist aber nur ein Adressen. Ein Impressum muss immer einen Ansprechpartner haben. Und ich habe auch eine Internetseite. Ich habe eine Abmahnung bekommen, weil ich habe das da nicht drin stehen. Jetzt muss ich der Anwalt bezahlen. Also unsere aktuelle Webseite existiert schon seit über Jahren. Und bis jetzt haben wir noch nicht erhalten. Kontaktdaten stehen ja ganz unten drin. Ja, warum rufe Sie von England an? Ich rufe nicht aus England an, ich rufe aus Hattlingen an. Wo ist das denn? Deutschland, liegt an der Ruhr. An der Ruhr? Liegt aber an der Ruhr. Also sind Sie genau. Von Laser Service Limited? Genau. Unser Hauptsitz ist in England. Ja. Und wir sind die Filialen hier. Ach so, können Sie Englisch sprechen? Ja, aber ich darf nicht. But why? That's not in Ordnung. Ich weiß, aber ich darf es leider nicht. Und wenn Sie sagen, dass ich englische Kunde bin, das können wir dann auf Englisch reden? Dafür gibt es spezielle Abteilungen. Ja. Dann muss ich das Gespräch weiterleiten an den Kollegen. No, aber Sie dürfen kein Englisch reden, aber der andere Kollege? Ja, der spricht dann nur Englisch. Das ist schrecklich Diskriminierung, das kann man nicht sowas machen. Ja, tut mir leid. Laute Vorschriften, Herr Quarkisch. Und ist das dann ein Engländer oder hat er das auch nur gelernt? Das ist ein Engländer. Ist der richtig aus London? Jawohl. Oh mein Gott, kann ich mit denen reden? Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade im Moment frei ist. Der sitzt nämlich 2 Stockwerke unter mir. Ja, können Sie da mal kurz hinlaufen und mal gucken? 2 Stockwerke? Ja, natürlich. Da drin runterlaufen, 2 Stockwerke, hat vor. Ja, warum denn?
Du musst es ja Englisch viel besser versteht machen. Okay, dann schicke ich ihr ihre Daten runter zu ihm. Oh nee, ich dachte, sie können jetzt... Dann nochmal zurückruft. Nein, dann will ich mit Ihnen weiterreden. Ich dachte, wir können mal da jetzt hinlaufen, das wäre super gewesen. Aber ich möchte dann bei ihr schöne Stimme so zuhören. So einfach geht es nicht. Nee, leider nicht. In Ordnung. Dann müsste ich hier... So, jetzt machen wir mal weiter. In Ordnung. So, dass hier ein... Da das hier ein kostenloses Preis ausschreiben ist und Sie keinen Cent zahlen... müssen ja die Gewinne normalerweise zu 20% versteuert werden. Das ist die sogenannte Gewinnsteuer. Was muss ich bezahlen? Das haben Sie sicherlich... Normalerweise müssen Sie Gewinnsteuer hinterlegen, wenn Sie den Hauptpreis erzielen zum Beispiel. Aber das müssen wir denn ja... Wir müssen das denn ja nicht sagen. Wir müssen können ja heimlich machen. Wie Mafia. Finanzamt kriegt alles raus. Nein, Sie können das Geld nach bei mir... Sie können das Geld bei mir nach Indien schicken. Da können die nicht hinkommen. So. Damit nur leider hatten einige Gewinne in der Vergangenheit Schwierigkeiten, Steuern zu hinterlegen, sodass die Sponsoren eingeführt wurden. Oh, das habe ich... Warte mal. Alle Finalisten. Ich habe das neulich schon mal gehört, dass da hat jemand gesagt, er hat Sponsoren eingeführt. Tut das weh, wenn man das macht? Nein. Okay. Nein, das tut überhaupt nicht weh. Also das ist alles Frage von Vorbereitung, richtig? Genau so ist es. Sehr gut. Und weil es ein Sponsorenzeitschrift über 14 Monate, davon sind die letzten 2 Monate gratis. Somit sparen Sie die Steuern von mindestens 200 Euro. Oder sogar bis zu 15.000 Euro. Also den... Die Reise geht 14 Monate. So lange kann ich aber nicht Urlaub machen. Nein, nicht die Reise. Die Sponsorenzeitschrift erhalten Sie für 12 Monate. 2 Monate gratis. Warum denn? Ich will doch nur die Reise haben. Ich will doch das Auto haben. Kein Zeitung. Die Zeitschrift erhalten Sie, um die Steuerabgaben zu vermeiden, Herr Korb. Muss ich bei Finanzamt dann eine Zeitung bringen? Aber die wollen doch Geld haben. Nein, durch den Sponsor erhalten Sie alles steuerfrei. Sie müssen dann keine Steuern bezahlen. Die Verlagshäuser finanzieren das Ganze. Warum muss ich das dann nicht bezahlen? Weil das Verlagshaus für Sie dann die Steuern bezahlt, Herr Korb. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Ja. Entschuldigung. Sie erhalten dann dadurch Ihren Gewinn steuerfrei. Ach so. Und so, eines unserer Hauptsponsoren ist die Hörzu. Für diese wurden Sie auch vermerkt. Sollen wir bei der Hörzu bleiben? Oder soll ich in einem anderen Bereich für Sie nachschauen? Bei was bin ich einschlagen? Fernsehzeitschrift Hörzu. Nee, ich gucke kein Fernsehen. Haben Sie was anderes vielleicht für mich? Auto, Sport, Computerwissenschaft, Nachrichten. Ist das sowas, wenn wir die Reise gewinnen? Das geht ja um die ganze Welt. Haben Sie so Magazin für Verreisungen machen? Nee, für Reise habe ich leider nichts da. Oh, für Urlaub? Nein. Das war sehr lustige Geräusch. Können Sie das nochmal machen? Nein. Na, sehr gut. So was habe ich dir vermerkt. Automotorsport. Ist das in Ordnung? Haben Sie was nicht so schwer geschrieben, weil ich kann nicht so gut Deutsch lesen. Irgendwas, wo ich habe Sie Mickey Maus? Nein. Das auch nicht. Haben Sie so Porno? Porno? Heiß für Tieren? Ah, nein. Sind für Tiere? Ist das mit Ziege? Ist das mit Ziege drinnen? Herr Quor, machen Sie jetzt Witze oder meinen Sie es ernst? Ich weiß es nicht mehr, aber ich muss jetzt wieder zurück an meine Arbeit. Ich muss Ihre unverlangene Fertigstellen an Sie rausschicken. Ja, aber ich habe jetzt Feierabend, nur noch 5 Minuten. Oh. Ich muss es jetzt fertig kriegen. Ja, das ist ja... Was darf ich für Sie vermerken, bitte? Wenn ich das 14 Monate lese, dann muss das ja was sein, was ist gut für mich. Da muss ich doch eine Frage machen. Können Sie mich dann doch bei die Engländer geben, denn wenn der mehr Zeit hat?
An den Herrn Engländer. Ja, kann der bei mir dann anrufen, wenn der hat noch nicht Feierabend? Weil ich muss das ja, gut... Ich bin jetzt fast fertig mit Ihnen. Ja, aber ich muss das ja gut wissen und nicht verstehen. Okay, gut. Ich leite das Gespräch, ja. Okay, ich leite das Gespräch dann weiter. Ja. Der Herr Miller wird sich dann nochmal bei Ihnen melden, ja? Wie heißt der? Miller. Miller, very good. Und wann wird er, when will he call me? Wenn es reicht, heute noch, wenn nicht, morgen. Yes, and he is native English-speaking person? Ich habe Sie jetzt nicht verstanden. Is he native English-speaking person? Herr Kohl, würden Sie es bitte auf Deutsch sagen? Ich darf kein Englisch sprechen, sonst bin ich hier mein Job los. Ja, ja, ich werde bei Englisch reden, Sie bei Deutsch antworten. Weil weiß ich nicht jedes deutsche Wort. Okay. Ja, Herr Miller wird Sie dann anrufen. Ich wünsche einen schönen Abend. Ich habe jetzt Feierabend. Bis yes. Dann, ja? Ja, dann wünsche ich schöne Feierabend. Okay. Und vielen Dank. Auf Wiederhören. Dankeschön. So, tschüss. Bitte wiederhören. This is Mr. Miller. Let's see if he's calling. This will be the real challenge. If this guy is a real native British citizen, I will tell him to stop scamming the people. Or we will fuck him from the back.